Bola Pinguin, die absolute Liga Nummer 1, trifft auf den Tabellenzweiten, auf den SSV Köpenick-Oberspree, die gerne ihren Aufstiegsplatz behalten wollen. Aber vor einigen Stunden haben die Spandauer Kickers 2 nachgelegt und nur noch mit einem Sieg sind sie auf diesem zweiten Tabellenplatz. Es steht also viel auf dem Spiel für beide Mannschaften. Bei Pinguin die Tabellenführung weiterhin solide verteidigen und bei Köpenick den Aufstiegsplatz klar machen. Die Gastgeber starten in den schwarz-weißen Trikots von rechts nach links mit einer ersten Chance, die dann aber noch leicht zu verteidigen ist für die Gäste in den blauen Trikots. Polar, die Mannschaft von Trainer Taimas Sadeghi, wieder mit einigen Fans an der Seitenlinie, die ihre Mannschaft pushen. Vor allem ihn auch, David Hausen, der immer wieder im Mittelpunkt steht der Angriffe. Hausen, hier kommt er an den Ball und kann abschließen. Aber der geht dann doch weit am Tor von Benjamin Neuber vorbei. Doch auch der SSV bleibt nicht unbeteiligt am Angriffsspiel. Freistoß von der linken Seite. Weit reingeschlagen auf Till Gentsch. Oh, der ist richtig gut, der Kopfball. Aber nicht gut genug für Bastian Mild, der erst 21 Gegentore reingelassen hat in der laufenden Saison. Das ist Liga-Bestwert. In der Pausenkabine hat Taimas Sadeghi einiges angesprochen, um das Angriffsspiel seiner Mannschaft zu verbessern. Und Roland Fischer, er möchte mit seinem SSV Köpenick möglichst keine Fehler machen. Die Gäste immer wieder gefährlich nach Freistößen. Hier versuchen sie es direkt aus ca. 30 Metern. Bastian Mild bringt das allerdings nicht in Verlegenheit. Und so langsam mehren sich die Chancen für Köpenick-Oberspree. Es wird auch langsam spielerisch. Gut abgelegt mit dem Kopf auf Alexander Fröse. Richtig gute Möglichkeit. Ob Mild da noch dran gekommen wäre, fraglich, denn der Schuss war brandgefährlich. Polar wieder mit Möglichkeiten. Sondermann, Neuber hält und Pechbrenner auf der linken Seite. Auf Blass, Lukas Blass macht das 1:0. Unnachgiebig die Gastgeber, genau so muss man das zu Ende spielen und dann die Chancen nutzen. Hier hat es funktioniert, Lukas Blass in der Mitte nicht gut genug beaufsichtigt und dann fehlt auch die Abstimmung bei Köpenick. Hier versucht er ihn rauszuhauen und da passt es irgendwie gar nicht. Lukas Blass am Ende der glückliche Torschütze. Köpenick jetzt gezwungen zu antworten und das liegt ihnen nicht so recht. Sie verlieren schnell den Ball. Simon Falke über rechts sucht Sondermann in der Mitte. Sondermann zum ersten und dann zum zweiten ist er drin. Das 2:0 innerhalb kürzester Zeit, nur 9 Minuten vergangen nach dem ersten. Jetzt Moritz Sondermann mit dem zweiten. Tolle Einzelleistung von Simon Falke, der sich durch die ganze Köpenicker Abwehr tanzt. Hier sehen wir es, 1, 2, gleich 3 Spieler ausgetanzt und Sondermann dann mit etwas Glück und Neuber im Tor mit Pech. Das war der Knockout für Köpenick Oberspree. Polar Pinguin gewinnt letztendlich verdient mit 2:0, da sie ihre Chancen effektiv genutzt haben und so ähnlich sieht das auch Taimas Sadeghi. War lange Zeit harte Arbeit. Köpenick hat sehr, sehr gut gemacht. Erstmal wirklich. Die stehen verdient da oben. Ja. Sind nicht die zweite von irgendwo, dass sie sich erste Spieler abgreifen können. Das ist wirklich eine erste Herrenmannschaft, machen es sehr, sehr gut. Ich habe Respekt vor Köpenick, ja, und haben es toll gemacht. Zweite Halbzeit hat uns gehört. Wir haben in der Kabine einiges angesprochen. Die Jungs haben es umgesetzt. Wir sind froh. Naja, ich denke, nee, über den Schiedsrichter reden wir nicht. Sicherlich sind es 1, 2 unglückliche Entscheidungen gewesen. Aber im Endeffekt hat Polar uns hier einen Schneid gekauft heute, indem sie körperlich präsenter waren und natürlich dann auch aufs Tor gedrückt haben. Wir hatten natürlich eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo die ihr Tor schießen. Da sah es gar nicht schlecht aus für uns. Da waren wir eigentlich in deren Hälfte mehr drin als die bei uns. Aber ja, Quäntchen Glück gefehlt und c'est la vie. 6 Spieltage bleiben den Köpenickern noch, um sich den zweiten Tabellenplatz wieder zurückzuarbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video.
Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.